Hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennen des VVR Porsche Fun Cup hier in Zolder, unser zweites Rennen. Und ohne weiteres geht's hier auch schon los. In die erste Kurve, zu spät gebremst und dem lieben Gecko hinten aufgefahren. Ne, Bucher, Entschuldigung, falscher Name. Verlieren hier aber auch gleichzeitig Positionen gegen McBride. Wir sehen in der ersten Kurve, sieht alles gut aus, in der zweiten besser gesagt, in der dritten hier vorne gehen sie wieder zu zweit durch, McBride geht weit, wir können an ihm vorbeischlupfen, sind selber dabei, sind weit gegangen, aber eine Position wieder gegained und da steht der Herr Schreck an der Seite, wir können wieder eine Position gut machen, während McBride uns hier jetzt innen angreift, in die Schikane rein, immer keine gute Idee, wir gehen weit und kriegen hier trotzdem einen ab. Ich hab gedacht, du kannst in der scheiß Schikane da überholen, oder was? Da habe ich auch gut geschimpft. Klar, sowas spielen dann sehr viele Emotionen rein. Wir auf jeden Fall weiter am Buchner dran. Können hier gut durchkommen. Für mich ist das alles noch ein bisschen ungewohnt im Porsche GT Cup-Fahrzeug. Ohne Traktionskontrolle, daher ein bisschen vorsichtig am Gas. Der Schreck wäre uns auch fast hinten reingefahren, man sieht es im Rückspiegel. Wir gehen auf die letzte Schikane zu. Herr Schreck, der kann hier gut einbremsen, aber jetzt verliert er das Heck und ist leider weg. Hinten im Rückspiegel hat man es gesehen. Wir haben ein bisschen Zeit auf dem Herrn Buchner verloren. Versuchen aber dennoch dran zu bleiben. Während wir hier einen massiven Quersteher haben, der uns fast das Auto gekostet hätte. Böses Auto. Da hören wir ein böses Auto vom Herrn Buchner. Sah aber schön aus. Und dadurch kann der McBride an Buchner vorbeigehen. Wir können allerdings auch gut dranbleiben an den beiden. Wir werden auf jeden Fall versuchen, unsere Position nicht nur zu verteidigen, sondern auch weiter uns nach vorne zu orientieren. Im Moment auf P12. Das zweite Rennen findet dann im Reverse Grid statt. Was ihr werdet hier natürlich auch hier sehen in diesem Video. Schikane nicht so gut getroffen. Das ist die erste Kurve. Aber wir sind dran. Wir sind dran. Mal schauen, was in die nächste Kurve hineingeht. Hier bremsen wir spät ein. Der Herr Buchner aber auch. Der ist natürlich daran interessiert, McBride zu schnappen. Wir kommen hier ein bisschen aufs Gras, verlieren da beim Exit Zeit. Aber jetzt wieder in die letzte Schikane. McBride hier mit einer sehr interessanten Linie und wir drehen uns hier. Verlieren sehr viel Zeit und müssen natürlich jetzt wieder versuchen aufzuholen. McBride hat den Bremspunkt durch die Sonne verpasst. Interessant. Nichtsdestotrotz, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Schikane. Wir sind in Runde 3 nach dem Dreher. Wir sehen, McBride hat ein bisschen Probleme gehabt hier zuletzt. Dadurch konnten wir einiges an Zeit gut machen auf ihn. Wieder nur noch 2,1 Sekunden Abstand. Die Kurve hier diesmal wesentlich besser erwischt. Man sieht es oben im Delta. Wir haben 2 Zehntel gut gemacht. Diese 2 Zehntel haben wir auch auf McBride gut gemacht. Wir saugen uns hier langsam aber sicher ran. An den McBride. Hier hat er wieder ein bisschen Probleme, einen leichten Quersteher, was ihn sehr viel Zeit gekostet hat. Und wir sind jetzt auf 0,8 ran. Wir kommen auch immer näher. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier gut durchkommen, was uns einigermaßen gelingt. Immer auch noch ein bisschen besser. Dadurch kann er wieder etwas an Boden gut machen.
Hier hat er wieder einen besseren Exit als wir. Wie gesagt, wir sind noch ein bisschen vorsichtig auf dem Gas. Ganz viel Vertrauen in das Fahrzeug habe ich noch nicht. Und hier wieder ein leichter Quersteher. Aber diesmal das Auto gefangen. Was natürlich wieder massiv Zeit gekostet hat. Die Kurve hat es einfach in sich. Die mögen wir nicht so ganz. Also mag ich nicht so ganz. Aber McBride ebenfalls mit leichten Problemen. Daher konnten wir auch hier sehr schnell wieder rankommen. Und jetzt, eine halbe Runde später, sind wir schon sehr dicht wieder an Danny McBride ran. Bremsen hier spät in die Kurve rein. Können die Linie sehr gut halten. Und kommen früh aufs Gas, haben den besseren Exit als McBride. Und können diesen Überschuss nutzen, um uns neben ihn zu setzen. Für die letzte Schikane. Verbremsen uns hier aber massiv. Und leider wieder mal eine Chance vertan. Und hier sehen wir jetzt gleich die Tragödie, die uns das erste Rennen hier sehr gekostet hat. Wir kriegen hier einen Quersteher und prallen voll in die Mauer. Das Auto muss repariert werden. Und damit war das erste Rennen für uns leider gelaufen. Wir sehen auch, wir verlieren sofort Zeit. Der Führende ist jetzt derjenige hinter uns. Wir schleppen uns jetzt in die Box. Und zum Schluss gab es dann noch mal ein paar kleine Fights als Überrundeter gegen McBride. Ich lasse euch jetzt einfach ansehen. Wir sind in der Final Lap und sehen uns dann im nächsten Rennen. Jetzt ist aber wirklich mal der Röhrl machen, hä? Gereicht. Und jetzt sind wir sehr nah dran nochmal an McBride. Sie kriegen hier massives Übersteuern. Könnten es aber abfangen. McBride leider nicht und schlägt an der gleichen Stelle wie wir in die Mauer ein. In der letzten Runde. Und damit springen wir auch ins zweite Rennen. Als Führender gehen wir jetzt hier ins zweite Rennen. Durch Reverse Grid. Wir sind ja im letzten Rennen letzter geworden. Aufgrund des Unfalls. Und gleich springen die Ampeln auf grün und es geht los. Wir können einen guten Start verzeichnen. Herr Schreck kommt ein bisschen besser weg, ist hier neben uns. Aber wir können die Position behaupten für die erste Kurve. Und rein in die zweite. Etwas zu spät gebremst, bekommen einen leichten Slide durch kalte Reifen. Und verlieren hier jetzt massiv Plätze. So, jetzt fahrt mal alle vorbei hier. Ich will mal Ruhe, wenn wir fahren. Hier sage ich noch, wir wollen ein bisschen Ruhe beim Fahren. Es ist immer schwierig, wenn die ganzen Schnellen von hinten kommen und Druck machen. Werden wir jetzt dann auch gleich sehen, was ich damit meine. Der Gecko hinter uns, inklusive dem Blackie, dem Karababa. Wir gehen auf die harte Schikane zu, starke Bremszone, fahren, hier sehen wir einige, die weit gehen, können hier nochmal ein paar Plätze gut machen, leider sind das schnelle Fahrer, der Herr Buchner, den wir schon im ersten Rennen versucht haben aufzuholen, nun vor uns, Gecko schnell,
neben uns, Blacky hinter uns, noch einer Metzler auf der Seite. Hier gibt es nochmal eine kleine Berührung und wir schlagen wieder in die Wand ein. Lenkung im Arsch, oder? Ey, umso schneller die Leute sind, umso dämlicher sind sie echt. Man hört, wie ich schimpfe hier mega. Wir müssen auf jeden Fall wieder in die Box. Und ja, damit war das Rennen auch wieder Geschichte. Ja, 32 Sekunden Schaden. Danke, vielen herzlichen Dank. Ja, 32 Sekunden Schaden. Durch den Metzler, der meint, er muss in diese Kurve reinstechen. Kann man leider nichts machen. Zu spät ist zu spät. So, wir springen in die letzten Kurven. Wir sehen, wir sind am Ende P12 geworden. Durch ein paar glückliche Zufälle. Einige andere haben sich auch nochmal rausgedreht. Hatten Schaden kassiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und am Sonntag, den 20. um 20 Uhr das nächste Rennen in Misano. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dann, macht's gut. Servus. Jetzt ist wieder ganz, ne? Nee, meine Achsen sind gebrochen.